Hi YouTube, was geht? Heute gibt es endlich den letzten Part von We Were Here Together mit Timon zusammen. Das Spiel hat uns mental komplett auseinandergenommen. Also ganz viel Spaß euch. Kuss, kuss, kuss. Viel Spaß. Oh nein. Ah, we are nearing the end, Alter, wir haben uns gewunken. I'm certain the final piece and the way to create the Soul Stone itself. Wem winkst du? Das ist ein Rando, Alter. So rude. Bro, wem winkst du? Wir spielen mit Community. Eins mit Blumen, wo ich drehen kann. Oh, hast du eins mit roten Blumen, ein Bild? Mit roten Blumen, mit grünen Blättern? Ja. Ist die mittlere Blume sehr groß, sehr klein? Nicht sehr groß, aber so groß wie alle anderen. Hat das eher so Lotusblätter oder so langgezogene Herzen? Die roten, warte. Also mein rotes, ich gucke erstmal, ob ich noch andere habe. Never mind, ich habe mehrere. Halt's Maul! Bei mir in der Mitte sind eher die Lotusblüten, aber, also, bei den oberen beiden Bildern habe ich die Lotusblüten und bei den unteren beiden Bildern habe ich andere Blüten. Die Herzblüten? Kriegst du also diese, ja, langgezogene Herzen, ja. Ich weiß jetzt aber nicht, welches richtig ist. Also, I don't know. Ja, haben wir durch, ne? War schön mit euch? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe halt auch mehrere Blumenbilder, ne? Ich habe einen runden Kristall. Warte, was geht hier oben eigentlich? Oh, ich habe auch mehrere Blumenbilder. Mhm, okay, wir gehen zum nächsten Bild. Also eine sieht ein bisschen ähnlich aus wie die langgezogenen Herzen, nur dass das einfach lange rote Finger sind. Genau, dann, keine Ahnung, das sieht aus wie ein Pokémon oder so. So ein Elefant, der die Arme hochstreckt. Siehst du das auch? Ja. Das sind die Augen, das ist der Rüssel und das sind die Hände, die er nach oben macht. Der macht so, ja! Yeah! Könnte auch einfach so ein Ei sein. So ein komisches Drachenei. Ja. Einfach sind da eine so hässliche blaue Blume. Kreise mit einem roten Kreis drum. Ja, und dann so. Ja, genau. Wo ja, und das ist ein Elefant, Mann. Das ist ein Elefant. Guck mal, unten ist ja rot und dann kein Grün mehr, ja? Oder in der Mitte eher gesagt. Ja. Da sind ja zwei blaue Flecken. Ah, ja. Ich checke. Darunter okay, ist der Rüssel. Okay, okay. Ja, guck. Also oben links Finger, oben rechts Finger, unten links Elefant, unten rechts Elefant. Genau, so dass es eine Blume quasi ist. Soll ich dir sagen, was einfach in der Mitte ist? Das ist nämlich einfach eine Blume. Die mit den großen grünen Blättern. Mit diesen fetten. Den großen grünen Blättern. Mit den Flecken drauf. Mit den Flecken drauf, ja. Ja, und in der Mitte sind so kleine. Es ist irgendwas passiert. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich verrückt was Sachen. Aber du hast es auch gehört, oder? Ja. Die Tür hier auf? Ich weiß gar nicht wissen. Ah, ich hab's. Ich hab ein Buch, wo ein E drauf ist. Ich hab auf einem Bild Espian stehen. Espian? Das ist aber kein Blumenbild. Das ist ein Bild mit einem Mann drauf. Ja, ich hab. Nepias. Weil, also, wir haben schon mal dieselben Buchstaben. Das ist schon gut. Ich hab das Nepias E in der Hand. Espian. Und in diesem Zauberkessel, wo das im Buch steht, was man nicht anpacken darf, da ist bei mir ein P drin. Musst du vielleicht irgendwas noch mit Bildern machen, weil ich habe ja noch ganz viele andere Bilder. Ja, kannst du irgendwelche Bilder verschieben oder so? Ja, ich kann das Espian-Bild verschieben. Oh ja, oh ja. Oh, warte. Kann ich die alle jetzt verschieben? Jetzt habe ich hier noch ein Rätsel gefunden. Oh mein Gott, ich kann die alle verschieben. Ich kann alle außer die Blumenbilder verschieben. Hä? Was heißt denn verschieben? Ich kann die nehmen und woanders hinpacken. Bei mir auf der Staffelei ist ein Vogel, der in beide Richtungen gleichzeitig guckt, weil er Schnäbel einen nach links hat, einen nach rechts. Jo, das ist quasi ein Storch. Dann die Blumenbilder kann ich nicht bewegen. Hast du eine Treppe? Ja, oben an der Treppe habe ich ein Bild. Ich habe ein Blumenbild an der Treppe und da drüber an der Treppe habe ich einen Storch, der nach links guckt mit dem Haus. Jo, habe ich. Danach ist bei mir ein Känguru oder so. Kamellöwe. Okay, Känguru mit Schneckenkopf oder ohne? Känguru-Kopf mit Schwanz, der sich selber beißt und einem weißen Flügel. Aber keine Schnecken auf dem Auge, keine Schnecke. Keine Schnecke, ohne Schnecke, okay. Ja. Ohne Schnecke, okay. Danach ist ein Löwenziege mit Schneckenhaus. Ziege guckt nach rechts, Löwe nach links. Wo ich die noch hinpacken kann, Moment. Nehmen, jetzt was ich hier gerade richtig krasse Sachen, ne? Was ist das jetzt? Löwenziege. Mhm. Mit Schneckenhaus. Dann ist das letzte Bild.
Das letzte Bild ist Lama mit Schneckenhauskopf und einem Schwanz, der sich selber beißt mit Flügel. Hab ich. Also ganz unten vorher, ja, vor der Staffelei, ist bei mir noch ein Bild auf dem Boden. Und das ist ein Löwenziege ohne Hörner, die sich selber ins Arsch beißt. Jo, hab ich. Ja. Jetzt habe ich nur noch mein Espian-Bild. Ja, das ist am Eingang neben dem, neben der Tür bei mir. Da ist bei mir jetzt aber der Schneckenkopf. Känguru-Beißer. Scheiß mal da drauf erstmal, ja? Und ich kann hier Gegenstände wohin stellen. Da leuchtet es bei mir Gold. Also es gibt verschiedene Orte. Ich habe so einen kleinen Tischglobus, ja? Also nicht so ein großer Globus, der so da rumsteht, sondern Tischglobus, ja? Oder guck mal, ob du einen kleinen Plattenspieler findest. Das ist vielleicht erstmal einfacher. Ja, habe ich. Wo steht der kleine Plattenspieler bei dir? Auf einem Tisch neben einem, ich glaube, das ist ein Tischglobus. Nee, das ist kein Tischglobus. Das ist ein komisches... Eine doch, ich weiß nicht, was das ist. Es ist kein Tischglobus. Es ist auf einem Tisch. Das, es ist auf einem Tisch, ja. Auf einem Tisch. Ist da so eine grüne Matte in der Mitte? Eine Waage. Ja. Eine Waage? Ja, okay, eine Waage. Ist da auch drauf, ja. Und dann liegt in der Mitte so ein Mikroskop auf dem grünen Ding? Ja. Okay, wo steht der Plattenspieler? Rechts neben der Waage oder links unten? Vorne links, also wenn ich vorne dran stehe, vorne links. Also nicht auf der Seite der Waage, sondern ja, da, wo das Papyrus liegt. Ja, richtig. Unter dem Papyrus. Okay, jetzt habe ich eine Sanduhr. Wo ist bei dir eine Sanduhr? Oh, also ich habe hier einen Tischglobus. Okay, wo ist der Tischglobus? Neben dem Bild mit dem Lama. Wo drauf steht der? Doch. Sag das auf dem Kamin? Also Kamin. Rechts. Ja, guck mal, das ist doch rechts auf dem Kamin. Junge, insane. Ja. Haben wir. Okay, dann Sanduhr und ein Würfel, aber der hat auf jeder Seite so eine viereckige Platte einfach. Ja, Würfel ist auf einem Stuhl neben dem Kamin. Auf dem Links Stuhl neben dem Kamin. Nicht auf den Büchern, auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Okay. Ah, hab die Sanduhr. Ja, auf einem leeren Tisch, wo nur eine grüne Flasche draufsteht. Auch grüne Platte. Aber? Bei mir ist da noch so ein Kristall drauf und ein Buch. Also entweder denkst du, das wäre das? Ich stell's einfach mal hin. Ja. Also, keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat, aber... Okay, bei mir ist eine Kiste aufgegangen und ich habe ein S. Ein S. Ich habe ein E gefunden. Mit S und mit E. Ja, ich habe auch ein Buch mit E gefunden. Oh, hast du bei dir eine Kuckucksuhr? Ja. Okay. Die ist mir vielleicht schon aufgefallen, ja? Da kann ich Sachen einstellen. Ah, die Gewichte kann ich umhängen. Welches Gewicht hängt bei dir ganz unten? Ah. Oh mein Gott. Oh, jetzt kann ich in der Mitte ist ganz unten. Hallo, Mija, nochmal. Dann links und dann ganz rechts. Okay, habe ich. Dann, wie schnell pendelt das Ding bei dir? Soll ich dir das jetzt vormachen? Ja, wenn es ankommt, mach mal ping. Wenn es ankommt. Ping. Wenn es rechts oder links hingeht. Ping, ping, ping. So schnell. Ping, 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 ja. Mach weiter. Mach weiter, mach weiter. Oh, warte, ich habe A gefunden. Checke. Ping. Ping, 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 ping. Ja, haben wir. Ist synchronisiert. Nice. So, jetzt müssen wir herausfinden, wie der Vogel Bibub macht, Alter. Also ist es ein... Bibub macht er. Ja, warte. Ist es so ein Uhr und dann Bibub? Oder ist es... Oh, da ist es Sisüb. Oh, fuck, wie macht man das denn? Also ist es... Oder ist es... Oder ist es... Ist es ganz hoch? Das ist ja nie anders, das ist ja übel dumm. Also ich meine, es gibt nur drei Möglichkeiten, wir können das auch einfach ausprobieren. Ist das schon sehr hoch bei dir, sagst du? Ja, ich glaube schon, mach einfach mal. Ja, das war's. Nee, war richtig. Nächstes Rätsel ist dann wahrscheinlich das mit diesem Zauberding. Eine Ewigkeit später. Denk mal an Topf schlagen mit heiß und kalt. Hallo, ich wollte keinen Tipps, ich wollte nur wissen, ob ich das Problem bin. Lauf jetzt wahrscheinlich heiß-kalt zu denen und du sagst mir, wann die blinkt. Oh, und die blinkt umso schneller, desto näher du dran bist. Blinkt? Ja, aber nur langsam. Blinkt? Ja, ja, jetzt. Ja, okay. Alter, sind wir heftig, okay. Ja. Blinkt? Ja.
Ja, easy. Und jetzt die andere wahrscheinlich. Meine Güte. Ja. Mein Buch, hat mein P. Ich hab auch das P, Alter. Peace. Ja, Madi. Jetzt haben wir halt ein Problem, ne? Ja, okay. Jo. Okay, machen wir nochmal von vorne. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Auf der Treppe noch. Auf der Treppe noch. Chat, was soll ich tun? Also, beim Treppe hochgehen sind zwei Bilder, ja? Also auf Stufenhöhe. Einmal ein Blumenbild und einmal ein Storch, mit der nach links guckt mit einem Dings. Ja. Auf der Treppe? Auf der vierten? Oder so? Auf der vierten Stufe ist das Blumenbild. Ja, und dann? Dann laufe ich nochmal vier Stufen, dann ist das Storchbild. Dann laufe ich nochmal vier Stufen, dann bin ich oben an der Treppe angekommen und da ist das Lama-Bild. Direkt. Ja, so 10 cm oder so. Ja, und dann? Also Lama mit dem Arschbeißen und Flügel. Mhm. Danach laufe ich nochmal drei Schritte ungefähr. Mhm. Also ziemlich nah. Hm. Ja, direkt daneben. Mhm. Also an der gleichen Wand noch. Mhm. Also der Storch mit dem, ja. Mit dem Dings, mit einem Kopf und dem... Ja. Ja, hat geklappt. Ja. Ey, es ist nicht meine Schuld, okay? Es ist schon meine Schuld, aber das kann ich nicht riechen. Ja, Frage ist, hier ist jetzt noch eine Kiste, die wir öffnen müssen und ich weiß nicht wie. Also, jetzt müssen wir das Rätsel halt finden. Timon, unten sind keine Bilder mehr, Timon oben. Und in der Ecke das Bild, Madi guckt von oben runter und sagt ganz trocken ja. Oh no! Ich wusste nicht, dass man hier noch eins hinhängen kann, okay? Dieser Space war gar nicht... Dieser Space war gar nicht in meinem Kopf, dass der existiert. Nein. Wir gehen auf den Algorithmus und diskutieren das in den YouTube-Kommentaren. Also warte, wir sind die Treppe zusammen hochgelaufen und dann hat sie das Bild nicht hierhin getan, sondern hierhin. Ja, ich bin noch runtergesprungen und dachte, ja, das wird das sein. Guck mal bitte, ob du irgendwas mit den Kronleuchtern machen kannst. Irgendwie die Kerzen an oder aus oder so. Okay, ich habe schon mal gefunden, wo ich die Bücher placen kann. Es ist doch immer, die Rätsel sind immer so eindeutig. Das Einzige, was mir ins Auge springt... Oh! Ich kann doch was mit den Kerzen machen. Okay. Dann stell dich mal so hin, dass du vom Eingang kommst. Mhm. So, dass du die Schublade siehst. So, dass ich dahinter das blaue Licht sehe, aber... Doch, da, ja, genau, so, dass ich die Schublade sehe. Ja, okay. Okay. Bei mir ist ganz links an. Dann das danach ist an. Also zweite von links, dritte von links ist aus. Mitte ist aus. Dann wieder an. Dann wieder aus. Ja. Ach, Junge. Ich hab vor einer Stunde gesagt, lass uns mal die Kerzen angucken, Alter. Scheiße, Mann. Warum muss ich denn jetzt SBR machen? Achso, du hast meins. Ah, okay, ja, Alter. Ja. Ah, oh. Oh. Schön. Oh nein, ich habe hier so viele Scheißsachen schon wieder, die ich hier angucken kann. Mein Gott, ich habe so viele Sachen. Ich habe hier Pflanzen in einem Buch. Ich habe hier Karotten oder so in einem Buch. Ich habe eine Tafel mit komischen Buchstaben. Ich habe Pilze in einem Buch. Und ich habe, keine Ahnung, Insekten? Oh nein. Bei mir sind Buchstaben oder Abkürzungen für Wörter und die werden hier übersetzt. Ja, wieso? Mhm. Zum Beispiel OH ist Oglirotrop. Ah, und ich kann drei Flaschen hier in so einen Ofen reintun. Ach du Scheiße, ich kann hier richtig viel machen. Ich kann Flaschen aufteilen in verschiedene Flaschen. Ich kann Sachen verbinden und ich kann Sachen... auseinander machen lassen, ja? Ja. Und am Ende muss ich drei Flaschen zusammen verbinden, um irgendwas zu machen. Das ist so mein Workflow hier. Mhm. Warte, die drei Sachen, die ich zusammen machen muss, sind ein blauer Stein, ein blauer Stein mit einer anderen Form und ein gelber Stein. Und daraus wird ein roter Stein. Ja. Mhm. Ich habe hier OH, OC und PF, die zu einem roten Stein werden. Kurz. Hast du irgendwie Bilder zu den Buchstaben oder zu den Wörtern oder so? Ich habe hier lange Worte, aber das sind so Oxymorexorate. Oxymorexoraxis, ja, habe ich auch. Das ist O-J, ne, O-I-O-T. Was ist aber ein P-A? Pristaxiophilexorate. Also ich glaube, wir müssen ganz unten anfangen und dann bräuchte ich F, B und P, J zusammen. Aber was ist denn F, P und P, J?
Also ich weiß, was FB für ein Wort ist, aber ich weiß nicht, was... Ja, was ist was, es denn? Was FB? FB ist Funky Roborate. Das ist bei mir ein Pilz. Was, das weißt du? Okay, warte, warte, warte. Wie sieht der Pilz aus? Erklär es mir. Roter Pilz? Nee, ich habe keine Farben leider. Hm. Es ist, glaube ich, ziemlich Standardpilz. Keine Flecken drauf, gar nichts. Bisschen wie ein Steinpilz, keine aber Flecken. Spitz. Einer oder viele? Einer. Das ist ein großer Pilz, ja? Ja, aber nicht der, der aussieht wie ein Tannenbaum. Gut, dann ist es, dann nehme ich den Pilz. Der müssen wir verbinden mit was anderem. Den müssen wir verbinden mit PJ. PJ ist... Ah, da. Paraxiophilisorata. Paraxiophilisorata. Das ist... ja, eine Pflanze, I guess. Mhm. Margareten muss ich mit dem Ding, was wir eben neu gemacht haben, ne? Mit OX. Ja, ich glaube, das war OX. So, dann kriege ich raus PF, ja? Ja. Und PF ist Ende? Ja. PF? Einfach selber gecarried, wir testen gerade. Oh, ja. Do it, do it. Hab schon, ist schon am Brödeln, Junge. Oh, Junge. Danke. Oh, geil. Ja, ich schick so eine 1-Sterne-Bewertung. Ehrlich. Mit Screenshot? Das ist ein lilaner Stein und kein roter Stein. Sicher, dass das du ist einer hast? Von den drei Steinen. Aber ich glaube, die anderen beiden sind schon unten. Ja, genau. Hier muss ich das jetzt rein und jetzt kommt hier der rote Stein raus. Ja, ja. Einfach zu smart. Junge Timon, bitte. Ja, mein Herz. Easy. Ja, mein Herz war auch. Ich dachte, wir müssen das noch zweimal machen. Einfach den PC ausgemacht hätte ich jetzt. Ja. Kommt kein Video, gibt nichts. Sorry. Wir machen Vlog. Hab den roten Stein. Gott sei Dank. Jetzt kommt das letzte Rätsel. Oh, packen wir das? Ja, safe. Vier Ritterstatuen. Die man wahrscheinlich drehen kann. Käfig fällt gerade runter. Oh, ja, ich bin frei. Hi. Hast du mich gerade befreit? Hi. Wo bist du denn? Guck mal. Ach so. Was machst du hier, Alter? Wie kann man nochmal winken? Weiß nicht. X. Ja. Ich kann auch... Warte, hast du Ritter bei dir auch? Ich habe 2 Ritter, ja. Ich habe 4. Und ich kann die mit einem Knopfdruck alle drehen. Ich habe auch 4. Aber ich muss ein Stück gehen dafür. Aber ich kann nur einen Knopf drücken zum Drehen. Ja, wie sehen denn die Ritter aus? Was geht denn? Ja, es gucken jetzt gerade drei in die Richtung Mitte oder Richtung Innen. Und einer guckt nach außen. Ja, trotzdem. Bei mir ist eins gestreift, eins ist kariert, eins ist mit... W's oder M's drauf und eins hat einfach nur 4. Ah, du meinst die Maserung vom Stoff oder was? Oder richtig... Richtig Muster. Oh mein Gott! Ich sehe auf einmal ein Muster. Ich kann die Banner ziehen. Hast du mir Licht gemacht? Ich kann die Banner ziehen. Nee, ich meine nicht die Maserung vom Stoff. Du machst mir Licht. So, ich zieh mal alle Banner. Ich habe hier grün kariert. In der Mitte ist der Knopf, womit ich alle drehen kann. Aber hier sind keine Pfeile oder irgendwelche Zeichen. Okay, meine drehen sich nicht mit. Ich habe auf einer Seite 2 Stück und auf der anderen Seite auch nochmal 2 Stück, aber ich muss vorwärts laufen dafür. Ja, du musst außen rumlaufen, wahrscheinlich. Genau, genau. Um den Thronsaal rumrum, ja. Genau. Die Pfeile kann ich bewegen. Die sind unter der Statue von dem Ritter. Kann ich hier rechts und links ziehen. Mhm. Bewegt sich aber nichts hin. Warte, du läufst ja an einem U, da wo jetzt das Licht ist. Ja. Guckt der Richtung Thronsaal, also Richtung Innenseite des U's? Oder wo guckt der hin? Sind die Banner hinter denen? Die Banner sind zwischen dem Ritter und der Wand, wo du hinter bist. Okay, also er guckt auf jeden Fall Richtung Banner. Warte mal, wir müssen das Banner ja auch synchronisieren wahrscheinlich, oder? Oh, was müssen wir machen? Ich weiß es doch nicht. Richtung, nicht Fenster. Was für ein kleines Danke. Ehren, warum? Ehren, mach das doch danach bei The Race, Junge. Ehren, hast du denn null zu viel? Und dann ist dann Pfeil. Junge, ich guck jetzt bei dir, mir reicht's jetzt, Alter. Wie geht die Scheiße? Okay, da ist ein Typ mit dem grünen Banner und Pfeil nach links zeigt.
Ich check's immer noch nicht. Das ist welcher Banner? Gelb. Und das guckt wohin? Der Ritter oder das Ritterfall? Der Ritter. Zum Licht, also nach links. Okay. Dann nächste. Was ist das für ein Banner? Blau? Blau zum Banner. Blau zum Banner. Mhm. Und den kannst du nicht machen, genau. Ne? Okay, dann geh rüber. Ja. Grün. Das ist grün. Und das zum Licht. Zum Licht, ja. Also ist genau das gleiche wie eben. Und das ist weiß-rot und guckt nach Fenster. Ja, genau. So, fangen wir blau an. Habe ich. So, jetzt, wenn blau das Banner anguckt, muss gelb vom Banner weggucken. Das heißt, geh mal dahin, wo du gelb kontrollierst. Und jetzt dreh mal den Pfeil. Jupp, ist gedreht. Und jetzt dreh den Pfeil nochmal. Ich renne. Wenn jetzt die Zeit abläuft, die Katze. Renn, Junge, nimm die Beine in die Hand. Ich weiß nicht mehr, welches rot-weiß ist. Ich glaube, das hier. Ja, ist rot-weiß. Da drückst du jetzt einmal den Knopf. Ja. Und jetzt nochmal. Ja. Ja, oh mein Gott, Oh mein Gott. Gott sei Dank hatten wir es so rum, ich hätte es nie hinbekommen. Hättest du auch nicht, 100%. Also da muss ich dich leider täuschen, wirklich hättest du nicht. Oh. Weißt du, was man machen muss? Oh nein, es geht, glaube ich, noch weiter. Nein, Luna hat gesagt, es ist das letzte Rätsel. Aber das war der erste Teil vom Rätsel. Was ich seh, ich will dich dann nur einmal fragen, ob du Bock hast, du merkst, du gehst.